Von 1981 bis 1987 ließ er sich an der Elbe nieder. Ernst Happel. Trainerlegende und erfolgreichster HSV-Trainer aller Zeiten. Ich habe ihn nicht nur kennengelernt, sondern auch schätzen gelernt. Ich weiß ja, was Ernst Happel ist. Der wusste auch von mir und wir beide haben uns auf Anhieb gemocht, weil wir uns auch kannten. Also Ernst Happel ist ja überall, wo er gewesen ist, erfolgreich gewesen. Und er war ein Trainer, ja, die kann man schlecht beschreiben. Der hat mit wenig Worten viel gesagt und wusste auch, worauf es ankommt. Und es ist ja einfach mal so, das sage ich genauso, den Fußball darf man nicht verkomplizieren. Dann wird er nämlich schwierig und wird auch nicht mehr schön. Und am besten ist es, wenn man ihn einfach hält und auch wenig sagt, damit auch der Spieler weiß, was er zu tun hat. Das war Ernst Happel, der hat keine langen Ansprachen, der hat genau auf den Punkt gesagt, was Sache ist und hat auch überall Erfolg gehabt, so auch mit dem HSV. Er wusste auch hervorragend, mit wenig Worten eine gute Mannschaft zusammenzustellen. Er wusste, was er brauchte, hat dann auch immer dem Manager gesagt, du, ich brauch den, ich brauch das, ich brauch das. Und das hat immer gepasst. Aber er hat nie verrückt gespielt, hat alles im Ruhigen abgetan. Im mannschaftsinternen Kreis, da war er doch eher ein lockerer Typ, der auch mal des Öfteren auch einen Spaß auf den Lippen hatte. Und da war er überhaupt nicht so grantelig, im Gegenteil. Sein Merkmal war eigentlich, dass er den Spielern vertraut hat. Er hat von vornherein gesagt, Jungs, ihr könnt alles machen. Aber wenn ich euch beim Training oder im Spiel, wenn ich da einen sehe, der sich schleifen lässt, dann ist er weg. So, und das wusste jeder von uns. Und deshalb war das eigentlich das, wo er uns auch stark mitgemacht hat. Er hat uns Eigenverantwortung gegeben und das hat jeden Einzelnen eben aufgebaut, stark gemacht und auch als Persönlichkeit so ein bisschen auf dem Spielfeld geformt dann. Happels Erfolgsbilanz beeindruckend. Zweimal holte seine Mannschaft die deutsche Meisterschaft. 34 Punktspiele blieb der HSV in Folge unbesiegt. Einmal gewann das Team den Pokal der Landesmeister. Und in seinem Abschiedsjahr gewann das Happel-Team den DFB-Pokal. Ja, das Schönste war einfach, dass er die Botschaft ausgegeben hat, spielt Fußball. Da war eigentlich fast jeder zweite Satz in der Sitzung war, geht's raus, spielt Fußball. Ja, und er hat wenig taktische Zwänge. Er hat zwar gewisse Dinge angesprochen, wichtige Dinge angesprochen, aber das war kurz und knapp, das waren vielleicht 4-5 Minuten. Länger hat so eine Sitzung nicht gedauert. Dann hat er einfach nur gesagt, geht's raus, spielt Fußball, die sollen sich nach euch richten. Nicht wir richten uns am Gegner, die sollen sich nach euch richten. Die sollen hinter euch herlaufen. Ja, und das war eigentlich diese Freiheiten, die er angegeben hat schon. Ja, nicht so in Zwänge zu setzen. Ja, das hat die Mannschaft ganz alleine gemacht, das brauchte er gar nicht. Er wusste es aber auch, dass die Mannschaft das in sich intern auch regelt. Ja, wir hatten so viele dominante Spieler innerhalb der Mannschaft, wir waren ja auch alles Nationalspieler. Und da brauchte er gar nicht viel sagen. Seinem Ruf als Grantler und Mann ohne viel Worte blieb Ernst Happel auch in Zeiten des Erfolges stets treu. Berühmt seine Pressekonferenzen. Ein paar Worte sagen wir zum Spiel. Ja, ich wünsche alle Anwesenden eine angenehme Feiertag. Auf Wiedersehen. 1987 verließ er den HSV und ging zurück nach Österreich. 1992 starb Ernst Happel im Alter von 66 Jahren an einem Krebsleiden.